und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil meiner Bearbeitungsreihe. In diesem Teil geht es um das sanfte Verflüssigen, aber so, dass die Person wirklich noch die Person bleibt und nicht bis zur Unkenntlichkeit verflüssigt ist. In meinem ersten Teil haben wir uns schon mal um den Farblook und den Camera Raw Converter gekümmert. Da haben wir dann aus diesem Bild schon mal dieses hier gemacht. Also so ein bisschen düsterer, die ganzen Grüntöne sind rausgezogen, die Haut ist ein bisschen entorancht worden, wenn man das so sagt. Und heute im zweiten Teil geht es eben um das Verflüssigen. Dazu duplizieren wir einmal die Hintergrundebene und gehen dann auf Filter, Verflüssigen. Und hier gibt es mehrere Werkzeuge. Also hier haben wir einmal das Mitzi-Werkzeug, was ich persönlich fast schon am meisten nutze, gerade um Arme ein bisschen schmaler zu machen. Es ist ja auch oft so, dass man gewisse Posen hat und da sieht dann einfach der Arm sehr groß aus, der eigentlich gar nicht so groß ist. Und auch wenn man den Arm zu sehr an den Körper presst, das versucht man zwar beim Fotografieren zu vermeiden. Falls es aber passiert ist, dann kann man das mit diesem Mitzi-Werkzeug sehr einfach wieder zurückschieben. Kannst du euch mal zeigen, also hier, wenn man hier sanft ein bisschen zieht, dann sieht man hier schon, dass der Arm einfach ein bisschen schmäler wird. Bei Jana ist das jetzt nicht so notwendig, weil der Arm so ist, wie er ist, also da war nichts dran gepresst oder was auch immer. Aber für solche speziellen Posen oder wenn die Haltung vom Model jetzt gerade nicht so perfekt war, dann kann man zum Beispiel noch eine schöne Hüfte reinziehen oder die Schulter ein bisschen weiter runter. Weil es sind einfach Posen manchmal dabei, die sind nicht ganz so perfekt, aber vom Gesichtsausdruck sind sie einfach super. Und wenn es nicht zu extrem ist, kann man damit Photoshop und dem Mitzi-Werkzeug noch einiges machen. Was ich jetzt bei der Jana machen würde, ist einmal das Aufblaswerkzeug, das findet ihr hier an der Seite. Und ich möchte so ein ganz kleines bisschen die Augen vergrößern. Das mache ich recht gerne, aber immer nur einen kleinen Tick, weil es soll ja auch nicht zu krass aussehen. Also da gehen wir einmal hier drauf und klicken einmal so drauf. Ja, das war ein bisschen zu viel. Also wirklich nur dezent. Und wenn es ein bisschen zu viel geworden ist, kann man auch hier so leicht rein. Was ich dann auch noch immer gerne mache, ist die Nase ein kleines bisschen schmäler. Also dieses typische Puppenhafte ist ja große Augen, kleine Nase. Und das versuche ich immer zu erreichen, aber halt wirklich nur dezent, dass es das Model nicht entstellt und das Model immer noch das Model ist. Da nehme ich jetzt wieder das Mitzi-Werkzeug und gehe hier ganz leicht rein. Ziehe die Nase so ein bisschen runter, hier noch ein Stückchen. Und ihr seht schon, was passiert. Die wirkt schon kleiner und filigraner, aber das mache ich wirklich nur sehr, sehr gering. Weil wir wollen ja nicht, dass das Model die Bilder sieht und denkt, oh mein Gott, was ist mit meiner Nase? Jetzt schauen wir, dass wir die Augen noch ein... So. Genau. Was ich dann auch immer oft mache bei Models, die die Augenbrauen nicht so schön weit oben haben wie Diana... Da geht das mit diesem Mitzi-Werkzeug auch super gut. Da kann man die praktisch einfach so nehmen und so ein Stückchen nach oben ziehen und kann auch so die ganze Form von den Augenbrauen und die Höhe von den Augenbrauen noch ein bisschen bestimmen. Das Mitzi-Werkzeug geht auch super bei den Haaren. Wenn man zum Beispiel ein bisschen mehr Volumen in den Haaren haben möchte, dann zieht man die einfach so ein bisschen raus. Aber da müsst ihr wirklich aufpassen. Wenn ihr das zu viel macht, dann zerstört ihr die ganze Struktur vom Haar. Und das sieht man dann. Egal, ob jetzt die Haare sind oder hier im Hintergrund. Ich kann es mal zeigen, wenn man es zu extrem macht. So sieht es dann aus. Das verschwimmt total, das wird total unscharf. Und das wollen wir ja nicht. Also wirklich nur sehr dezent, sehr leicht. Dann kann das wirklich gut aussehen. Aber da müsst ihr aufpassen. Natürlich könnt ihr auch hier die Gesichtsformen ein bisschen ändern, wenn ihr sagt, okay, blöde Pose, Doppelkinn oder so, könnt ihr das auch hier wieder so ein bisschen reinschieben. Aber das wollen wir jetzt alles nicht. Wir wollten ja eigentlich nur die Augen und die Nase ein bisschen verkleinern.
so seht ihr dann schon, wie das Ganze aussieht. Wenn ihr jetzt irgendwo seht, ihr habt einen kleinen Fehler gemacht, dann könnt ihr den auch einfach mit dem Radiergummi wieder ausgleichen. Das zeige ich euch jetzt einfach. Man sagt, okay, die Augen gefallen mir jetzt irgendwie doch nicht. Dann kann man die mit dem Radierer einfach wieder rausradieren. Da müsst ihr aber nur aufpassen, dass ihr nichts mitradiert, was eigentlich perfekt war. Also zum Beispiel hier, wenn wir die Nase jetzt zurückgeschoben haben und stellen jetzt fest, okay, das eine Auge ist irgendwie ein bisschen schief geworden, was echt mal passieren kann, und ihr radiert es raus, dann radiert ihr Teile von der bearbeiteten Nase mit raus, dann habt ihr da so unschöne Kanten. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber das war jetzt das sanfte Verflüssigen. Und ich finde, Jana sieht immer noch aus wie Jana. Und so kann man das Ganze gut lassen. Im nächsten Teil kümmern wir uns dann komplett um die Hautretusche. Da geht es dann wirklich, wie arbeite ich mit dem Abpudern, was mache ich mit Augenringen und viel mehr. Ich freue mich auf euch.